Hallo Leute, eine weitere spannende Woche erwartet uns zusammen. Nur ganz kurzes Update. Heute Abend kommt der nächste Teil von Black Mesa, dem Half-Life 2 Community Update, Upgrade, Remake, wie man es auch immer nennen will. Ich komme da jetzt immer weiter in echt spannende Sachen rein und ich werde Mission für Mission das weiterhin posten. Heute Abend um 18 Uhr der nächste Teil, morgen um 18 Uhr der nächste Teil und so weiter und so weiter. Außerdem gibt es noch Spannendes zu Silence. Silence ist ein Adventure aus dem Hause Daedalic und da werde ich jetzt noch nicht so viel zu verraten, aber macht mir sehr, sehr viel Spaß. Dazu gibt es ein Let's Play. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, bin ich gerade dabei, ein bisschen Overclocking und Tuning zu machen, damit mein Rechner besser mit Oculus Rift und den Touch-Controllern dazu zurechtkommt. Das ist nämlich so. Es gibt ein Kompatibilitätstool von Oculus, das mir sagt, mein Computer ist nicht schnell genug dafür. Ich habe allerdings diesen Rechner selbst gebaut und weiß, dass er noch sehr viel mehr kann. Ich lasse die ganze Zeit Benchmarks laufen, bin dabei, den Prozessor zu übertakten, die Grafikkarte zu übertakten und werde in den nächsten Tagen dazu mal ein bisschen was machen, um euch sagen zu können, was braucht ihr minimal, um Oculus Rift und Virtual Reality wirklich perfekt erleben zu können. Es ist natürlich immer so, dass es Tools gibt, um das zu benchmarken und dieses Kompatibilitätstool ist natürlich gut für diejenigen unter euch, die einen ganz, ganz neuen Rechner haben. Ich habe noch einen etwas älteren Prozessor, aber darum kümmere ich mich dann noch, dass ich den kann ich relativ weit hochtakten, weil ich auch neue Kühlung einbaue. Das wird noch ein kleines Hardware- und Softwareprojekt und ich zeige euch dann natürlich, was dabei rauskommt. Dazu gibt es noch Shadow Tactics. Ich weiß nicht, ob ihr Kommandos gespielt habt, dieses Stealth-Strategiespiel, dieser Hybride. Wahnsinnig viele Stunden meines Lebens sind da reingegangen und jetzt gibt es ein neues Game, eher mit asiatischem Touch. Shadow Tactics spielt in Japan. Ich habe schon gesehen, dass es eine Demo gibt am 6. Dezember, das bedeutet am Nikolaustag kommt das volle Spiel raus, aber ich werde mir jetzt die Demo schon mal ganz in Ruhe anschauen, da natürlich auch einiges zu aufnehmen und dann, wenn das fertige Spiel da ist, gehen wir da richtig in medias res, also mitten rein. Ich wünsche euch erstmal eine spannende Woche. Wie gesagt, heute und morgen kommt Black Mesa, dann gibt es was zu Silence, es gibt was zu Virtual Reality und zum Overclocken und Übertakten von Grafikkarten und Prozessoren. Wenn bis dahin mein Rechner auch lebt, werde ich euch davon natürlich berichten. Und wichtig ist natürlich auch noch Shadow Tactics. Wenn ihr noch Themen habt, die ich vergesse, denn jetzt ist die Zeit der vielen super genialen First-Person-Shooter ja erstmal vorbei. Da war ja einiges in letzter Zeit. Und da sind wir jetzt so weit, dass wir endlich uns auf die kleinen, kleinen Diamanten und Perlen des Spielebusiness konzentrieren können. Das mache ich jetzt. Und wenn ihr noch Themen habt, einfach unten in die Kommentare. Sowieso gilt wie immer abonnieren. Kostenlos übrigens natürlich. Abonnieren. Lasst ein Like da, einen Kommentar. Ich lese alle Kommentare und beantworte das dann auch dementsprechend. Und wenn ihr wirklich ein gutes Thema habt, sagt es einfach. Reicht der Spieletitel? Ich gucke es mir dann an. Und dann mache ich was dazu, wenn es mir auch selber Spaß macht natürlich. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und wir sehen uns spätestens heute Abend und jeden anderen Tag. Bis dann. Tschüss.